Hallo, ich bin Clara vom Pfeffersport und zusammen machen wir jeden Donnerstagabend die Girls in der Max-Schmeling-Halle. Und genau an euch, Girls, geht dieses Video auch. Wir vermissen euch schon ganz schön doll. 3 Wochen sind jetzt schon vergangen und wir hoffen, euch mit dem kommenden Video ein bisschen die Zeit zu versüßen, die ihr jetzt gerade zu Hause sitzen müsst. Natürlich sind auch alle anderen willkommen, bei den Spielen mitzumachen. Viel Spaß! Hallo, ich bin Lina von Pfeffersport und Übungsleiterin bei der ultracoolen Sportgruppe Die Girls. Ich heiße Anna und bin Übungsleiterin bei den Girls. So, liebe Girls und Pfeffersportler und Pfeffersportlerinnen, bevor wir gleich mit unseren 3 Bewegungs-Challenges starten, möchten wir euch natürlich gebührend begrüßen. Und das machen wir mit unserem Begrüßungsritual von den Girls. Ich zeige es einmal vor, schau zu und macht's nach. Girls, ahoi! Girls, ahoi! Girls, ahoi! So, ich habe euch ein Spiel mitgebracht, das ihr alleine zu Hause machen könnt. Das Einzige, was ihr braucht dafür, ist ein Schuh. Und ich erkläre es jetzt kurz. Die Startposition ist liegend auf dem Rücken wie ein Käfer. Die Beine in der Luft. Ihr stellt euch den Schuh auf die Fußfläche und versucht euch vom Rücken auf den Bauch zu drehen und wieder zurück auf den Rücken. So. Wem das reicht und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt es gerne alleine ausprobieren und tüfteln, ohne eine Idee zu haben, wie es funktionieren könnte, macht Pause und probiert es alleine aus. Wenn ihr sagt, einmal will ich es gerne sehen, dann guckt weiter und ich gebe mein Bestes. Nummer 1. Und jetzt weiter auf den Bauch. Zack. Da ist er noch. So, das hat jetzt auf Anhieb geklappt. Mir ist der Schuh ganz schön oft runtergefallen, das könnt ihr mir glauben. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit dem anderen Fuß probieren. Geschafft. Wem das zu langweilig ist, der kann das Ganze natürlich auch mit 2 Schuhen probieren. Das ist die Master Challenge. So, und eine letzte Idee, die ich noch hatte, vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch auch eingefallen. Ihr könnt auch eine ganz andere Rolle machen. Mal schauen, ob die klappt. So, man startet in der gleichen Position. So, Schulterrolle, die 10. oder so.
Okay, hinzu hat geklappt. Mal schauen, ob das auch rücken klappt. Ich bin jetzt wirklich genug gerollt für heute. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr mir am Ende dieser seltsamen Corona-Zeit noch ganz viele andere Lösungsmöglichkeiten zeigen. So, liebe Girls, ich habe euch natürlich auch eine Bewegungs-Challenge mitgebracht. Was ihr dafür braucht, ist einmal ein bisschen Platz um euch herum. Sucht euch ein nettes Fleckchen in eurer Wohnung. Und ein Blatt Papier, so wie ich es habe, in DIN A4 Größe. Dieses Blatt Papier faltet ihr einmal in der Mitte zusammen und zieht diesen Falz hier oben einmal ordentlich nach. Dann faltet ihr die äußeren Kanten nochmal ein bisschen nach innen. Das macht ihr auf beiden Seiten, sodass ihr zum Schluss dieses Format habt. Mich erinnert es ein bisschen an ein Namensschild in der Schule. Dieses Blatt Papier stellt ihr nun vor euch auf den Boden, sodass es steht. Und die Aufgabe besteht nun darin, dass ihr mit eurem Mund dieses Blatt Papier aufhebt. Dabei, und das ist ein bisschen tricky, dürft ihr nur einen Fuß, so wie ich, auf dem Boden haben. Ich bin gespannt, ob ihr es hinbekommt. Ich habe ein bisschen gebraucht. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt und bei welchem Anlauf, wie lange ihr gebraucht habt. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktionieren kann. Liebe Girls und alle anderen, die sich trauen, ich fordere euch jetzt zu einer Challenge heraus. Und zwar, was du dafür brauchst, ist ein Smartphone, eine Stoppuhr und einen unfassbar gefüllten Kleiderschrank. Denn wir werden jetzt innerhalb von 2 Minuten so viele T-Shirts anziehen, wie nur möglich. Und das Ganze geht jetzt los. 1, 2, 3. Ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei der ganzen Sache und seid mindestens genauso dick angezogen wie ich bei diesem wunderschönen Wetter da draußen. Schreibt uns anbei doch gerne mal in die Kommentare, wie viele T-Shirts ihr geschafft habt anzuziehen. Und uns verbleibt noch, euch wunderschöne Ferien zu wünschen und schöne Ostern. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit der Familie und bleibt alle pfeffersportlich und gesund. Wir verabschieden uns jetzt, so wie wir Girls das tun. Und dazu fassen wir uns alle an die Hände und sagen dreimal und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.
Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.